Ja, Leute, kleiner Einspieler gleich zu Beginn. Wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt aktuell noch nicht im Spiel drin. Ich habe nämlich alles gerade eben aufgenommen und dann ist mir am Ende aufgefallen, dass ich vergessen habe, die Kamera zu aktivieren. Also die war zwar dauerhaft dabei, wurde aber nicht mit aufgenommen. Ich hoffe trotzdem, ihr könnt das Video ohne Kamera euch zur vollsten Zufriedenheit anschauen und ja. Ein kleines Sorry an meiner Stelle und ich gebe es an die Regie weiter. Das geht so nicht weiter. Müssen wir darüber, ja, diskutieren, woran es gelegen hat. Am Ende ist man immer schlauer. Und trotzdem wünsche ich euch viel Spaß beim Video, was gleich startet. Und ja, wir sehen. Ja, Leute, auf jeden Fall herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von dem Karrieremodus. Letztes Mal, glaube ich, irgendeinem Stream haben wir es noch gesagt. Ja, wir versuchen immer die Videos zusammen aufzunehmen. Und tada, ich sitze allein da, man sieht's. Ja, wir haben es zeitlich derzeit einfach nicht geschafft, deswegen mache ich das Ganze jetzt allein. Ist auch schon ein bisschen Zeit vergangen, deswegen schauen wir erstmal rein, wo wir denn jetzt aktuell stehen. Ja, man sieht schon 17. Platz, ein Punkt aus drei Spielen. Ist natürlich noch nichts gegessen von dem Ganzen. Wir haben noch genügend Spiele in der Saison und haben ja erst drei Spiele hinter uns gebracht. Allerdings ist das natürlich nicht der Platz, wo wir letztendlich stehen wollten. Dann gucken wir mal rein. Wir spielen das nächste Mal gegen den VfR Aalen. Die sind auch 15, da haben einen Punkt mehr als wir. Exakt, bevor wir uns aufs Spiel konzentrieren, gucken wir erstmal, wen wir trainieren können. Ich würde auf jeden Fall mal Eggestein fürs Spielen nicht trainieren. Der soll ja im besten Fall natürlich fit sein. Da würde ich jetzt hauptsächlich wirklich mal Reservespieler nehmen, beziehungsweise junge Talente, die wir vielleicht noch nicht direkt spielen lassen. Wie den Hober hier. Ich glaube nicht, dass er spielen wird. Ja, wir wollen ja schließlich ja, nicht nur mit einer, also nicht nur die Mannschaft stetig verbessern, sondern vor allem müssen die Spieler fit sein, sonst gewinnt man auch mit der besseren Mannschaft die Spiele nicht. Das, denke ich, sollte jedem bekannt sein. Und wir wollen natürlich nicht mehr Fehler machen, als wir sowieso schon machen am Anfang. Simulieren wir wieder, dass das Ganze ein bisschen schneller ist. Mit den Ergebnissen, denke ich, lässt sich sehen. Rossmann ist auf die 64 hoch. Dann schauen wir mal. Gehen wir einfach mal, würde ich sagen, bis zum Spiel, schauen mal, was reinkommt an Nachrichten. Transferphase ist ja immer noch offen. Es können ja noch die ein oder anderen Angebote reinflattern, die wir dann teilweise vielleicht auch annehmen müssen, wo wir auch reagieren müssen dann wieder, dass die Mannschaft so steht, wie sie sein soll. Und da haben wir es schon, ein Angebot für Day. Da wundere ich mich gerade. Der ist auf jeden Fall, würde ich sagen, extrem wichtig für uns. Den würde ich eigentlich eher ungern verkaufen, deswegen lehnen wir hier mal ab. Und Gorschlüter nicht, okay. Starten wir doch dann direkt mal ins Spiel rein. Gucken wir mal, wer spielen wird für uns. Rosinger haben wir trainiert, ist dennoch fit. Wäre dann für Wegen eine Option. Hat ein bisschen mehr Fitness, deswegen würde ich ihn spielen lassen, sonst sind sie ja gleich auf. Von den anderen Spielern spielt, wenn ich das richtig sehe, jeweils die beste Option. Genau. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal so rein. Falls es gar nicht läuft, müssen wir vielleicht auch die Formation ändern. Ich denke, das wird sich alles im Laufe der Saison noch zeigen. Und bis dahin schauen wir jetzt einfach mal, ja, wie wir weiterhin in der Saison abschneiden. Viel dürfen wir uns natürlich nicht mehr erlauben. Und ich denke, das dürfte ja auch jedem klar sein. Schauen wir mal rein. Gehen wir rein. Ersten Minuten laufen, noch nichts passiert. Okay, wir gehen 1 zu 0 in Rückstand. Thiel gleicht aus. Neid hat gelb, vielleicht sollte den der Co-Trainer auswechseln. Nicht, dass wir da nicht gelb-rot kassieren. Ja, kurzzeitig haben wir geführt, Jungs. 5 Minuten lang. 3-2 Führung für uns. Können wir es über die Zeit bringen? Kommen noch 10 Minuten. Und da ist das Ding. Leute, wir haben den allerersten Sieg geholt. Richtig gut. Rossinger hat uns hier in der 59. das Spiel quasi klar gemacht. War es anscheinend doch gut, dass wir ihn getauscht haben zu Beginn gegen Wegner. Er bedankt sich da direkt bei uns für den Startelf-Einsatz. Auf jeden Fall alles soweit richtig gemacht, würde ich sagen.
sind jetzt auch auf den 14. Tabellenplatz vorgeschoben. Und ja, ich denke, das ist schon mal gut. Man sieht die Mannschaft vor allem, Thiel ist ziemlich kaputt, Eggestein auch. Bei den anderen hält sich noch in Grenzen. Mal gucken, ob Thiel, wenn wir mal mehrere Spiele haben, auch mit Hober wechselt, weil er soll natürlich auch sein Training erhalten. Ist ein junger Spieler, hat viel Entwicklungspotenzial. Hier bekommen wir von Unterhaching ein Angebot für den Jaroslav Lindner. Rechter Flügel. Ich muss sagen, wir bekommen ja jetzt seit 470.000, das ist auf jeden Fall über Marktwert und wir spielen in einer Formation ohne Flügel. Ich nehme das auf jeden Fall an. Ich entscheide jetzt einfach mal für uns alle. Weil ich sage mal, das ist alles Geld, was man natürlich brauchen kann für uns. Müssen wir sowieso mal schauen, wie viel Budget haben wir eigentlich? Okay, 400.000, dann wären wir bei knapp 700.000. Müssen wir mal gucken, ob wir uns da noch verstärken oder lieber für den Winter sparen. Oder auch für Jugendspieler, die ja kommen könnten. Wir haben ja unseren Scout losgeschickt. Ah, Gorschlüter haben wir auch noch verkauft. Den hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Okay, 85.000. Deswegen hatte ich ihn nicht auf dem Schirm. Ist natürlich nicht das Wahre. Und wir bekommen noch ein Angebot für Dennis Brock. 165.000. Würde ich sagen, kostet uns im Endeffekt nur Gehalt und bringt so noch das ein oder andere ein. Würde ich annehmen mit 165. Wenn sie sich mit dem Spieler einigen können, dann können sie den haben. Ich würde wirklich sagen, dass wir das für die Jugendspieler und für die Winterphase aufbewahren. Lindner hat sich verkauft, wunderbar. Und wir haben das allererste Scouting-Update. Genau, da ist er da. Ach, ich dachte, das wäre jetzt das. Nee, das ist das Jugend-Update. Das hatte ich bloß anders in Erinnerung. Okay, auch schön. Potenzialtechnisch würde ich auf jeden Fall sagen, sehr stark, 62 bis 86. Allerdings mit der Gesamtstärke können wir jetzt halt nicht so viel anfangen aktuell. Würde ich auf jeden Fall erstmal in der Jugend lassen. Und hier sieht es ähnlich aus beim Oliver Braun. Ja, sind auch beide erst 16. Ich denke, da hat man auf jeden Fall Zeit. Genau, die Spieler sollen weiter beobachtet werden. Lindner wurde verkauft. Nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Und Brock wurde auch noch verkauft. Na wunderbar. Sagen, wie schaut es mit der Mannschaft aus? Fit sind alle. Dann würde ich doch mal mit der Erfolgsmannschaft auch ins zweite Spiel der heutigen Folge starten. Gegen Jena. Niederlage gegen Köln, also gegen Fortuna Köln, gegen Hallescher FC und den Sieg gegen Chemnitz. Ich würde sagen, sind reingestartet wie wir. Ist auf jeden Fall was drin. Aber wir lassen uns mal überraschen, wie so die ersten Minuten auch losgehen. Okay, wir gehen 1 zu 0 in Führung. Thiel mit seinem ersten Saisontor, glaube ich. Bin mir gar nicht sicher. Können wir danach mal gucken. Kurzzeitig 1 zu 1, aber Dossel erhöht wieder für uns auf 2-1. Kommen es noch 5 Minuten überstehen und da ist der zweite Saisonsieg. Ich würde sagen, jetzt haben wir auf jeden Fall einen Lauf. So kann das Ganze auf jeden Fall weitergehen. Wir starten dann auch gleich ins Training. Eggestein ist nach dem Spiel noch halbwegs fit, deswegen darf er auch gleich mit der schweren Übung ran. Dussel geht auch noch was. Und dann könnten wir eigentlich auch mal Thiel trainieren, wenn es bei ihm halbwegs geht, weil da kann ja auch Hober mal spielen, sollte er dann doch nicht allzu fit sein. Außenverteidiger Neidhardt auf jeden Fall mit dabei. Und dann würde ich sagen, noch ein Innenverteidiger zum Abschluss. Die Torhüter dürfen sich mal ausruhen. Ich würde sagen, Labschow. Naja, und dann simulieren wir dann auch erstmal wieder alle Übungen und gucken mal, welche Nachrichten wir haben. Ergebnis war jetzt wahrscheinlich aufgrund der Fitness bei allen nicht besonders stark. Aber damit muss man leben.
Dennis Brock wurde verkauft, perfekt. Und Pressekonferenz. Da gehen wir doch mal rein. Und sagen auf jeden Fall unseren SFL loben, dass die Spieler auch richtig motiviert sind. Ich würde sagen, zum Abschluss gucken wir uns noch mal kurz die Ziele an, wie es da aktuell ausschaut. Und dann sehen wir weiter. Also Mittelfeldplatz belegen ist Ziel. Aktueller Rang ist Nummer 9. Ich denke, damit sind wir auf jeden Fall in dem Ziel drin. 5 aufeinanderfolgenden Heimspielen für eine Stadionauslastung von 85% oder mehr. 3 haben wir schon. Ich glaube, 3 Heimspiele hat man bisher. Also das schaffen wir auf jeden Fall. Und die Saison mit einem Gewinn von 10 Millionen beenden. Da müssen wir mal gucken. Aktuell sind wir durch die Transfers ja im Minus. Ein Spiel aus der Jugendakademie. Ich denke, das sollte auch klappen. Am besten ein Verteidiger. Genau, die Stadionauslastung nochmal. Mittelfeldplatz DFB-Pokal. Mal gucken, wann da das allererste Spiel für uns kommt. Und bei den Finanzen eben nochmal die 10 Millionen Gewinn. Ja, guck mal doch einfach mal. Aktuell haben wir noch gut eine Million Minus, aber ich denke, das wird jetzt auch von Woche zu Woche besser. Und dann bedanke ich mich wieder bei allen fürs Einschalten. Wenn es euch soweit gefallen hat, dann lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Ihr wisst, was zu tun ist. Mich hat es extrem gefreut. Und ja, haut rein und vielleicht beim nächsten Mal wieder zu zweit. Servus, Jungs.